Hi Leute, willkommen zurück zu Matt Baron spielt Mario Maker. Schön, ne? Wir haben von den AGDQ-Levels fast alle geschafft, bis auf hier Kill or Save the Animals. Einige von denen hatte ich ja nicht gespielt, also Swift Kick in the Walls habe ich ja nicht hingekriegt. Das würde ich irgendwann nochmal selber machen. Heute nicht. Und der letzte Level ist von Panga. Ein sehr renommierter Mario-Hersteller, der sich darauf spezialisiert hat, sehr sadistische Kaizo-Hacks zu bauen, die allerdings etwas kreativer sind, wie ich finde. Also nicht so stumpfes Invisible-Coin-Block-Geballere. Und der letzte Level war von ihm. Erinnert sehr an den Level, den ich schon mal gespielt hatte. Also zumindest versucht hatte zu spielen. Nye. Und dann schauen wir mal. Bei diesem Level gab es eine kleine Petition. Man konnte nämlich wählen, ob man die Yoshis töten oder überleben lassen will. Na, sehen wir ja gleich, wie es ausartet. Von Panga war übrigens... Das ist ein ganz merkwürdiger Name, ne? Von diesem Typen hier war ja auch der Hack Super Dram World, den ich auch mal gespielt hatte. Wo ich am Ende sehr sauer wurde. Naja. Ich glaube, das hier ist ein bisschen einfacher. Wenn ich mich so ein wenig konzentriere, dann sollte das auch hinhauen. Ich mag seine Level sehr gerne. Das Problem ist einfach, dass man hier keine Safe States setzen kann. Und dementsprechend nicht einzelne Passagen direkt nochmal wiederholen darf. Nachdem man bis dahin verkackt hat. Und man kriegt ja hier grenzenlos auf der Fresse. Also, das ist ja hier... Kaizo ist ja kein Kindergeburtstag. Ah. Diese Szene ist schwieriger, als sie aussieht. Naja, schauen wir mal. Ich habe übrigens zwei Ideen, wie das hier funktionieren könnte. Also eigentlich angedacht, ich zeige es euch gleich mal. Also bei dem Level ist es normalerweise so, dass es einzelne Challenges hier sind, die man eben bestehen muss. Und ja, wenn man es geschafft hat, ist man glücklich. Hier gibt es keine alternativen Wege, wie bei den anderen Level. Also ich könnte mir vorstellen, dass man den auch mit dem Panzer wegkriegt. Ne, kriegt man nämlich nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier Fancy Times. Und den Yoshi brauchen wir hinten sowieso. Das heißt, so bringt's nix. Das ist schon bis zum Ende durchgeplant. Na, ich weiß ja, wie es geht. Man muss diese Shell gegen die Pow-Blöcke schmeißen. Pow Pow Hammer. Bong. Und dann geht's hier weiter. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ich mag diese sehr temporeichen Sprungstellen hier. Also wie gesagt, sowas gibt's ja auch theoretisch als super schwere Version. Ja, moin. Und das war frech hier. Und die super schwere Version habe ich zum Glück nie wirklich gewissenhaft versucht. Aber bisher läuft es doch ganz gut hier. Okay, ich glaube, hier muss man sich beeilen. Ein Yoshi mitnehmen. Moin. Nein! Ach, du Nudde! Ja, die schweren Sachen habe ich alle geschafft, aber das jetzt nicht. Ja, so muss das. So ist richtig. Ja, so läuft, Maddie. Genau so muss das gehen. Okay. Hier den Yoshi. Problematisch ist hier ja, dass wir den Pow-Block nicht einfach so in die Versenkung schmeißen können. Den müssen wir schon gegen irgendeine solide Ebene knallen. Sonst kriegen wir irgendwann noch Probleme. Aber wir können auch nicht irgendwie nochmal von der anderen Seite das holen. Ist schon sehr frech gemacht, dass man eigentlich denkt, man müsse das von unten benutzen hier. Aber als intuitiver Mario-Spieler wird uns dieser Fehler natürlich nicht passieren. Trihex hat hier einen ganz coolen Move gemacht, nämlich, pass auf, ich versuch's mal nachzustellen. Er hat's geschafft, hier einfach weiterzukommen, wie auch immer er das gemacht hat. Es ist ein sehr, sehr kleines Fenster, mit dem man hier durchkommt. Aber, naja, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's erstmal nicht hin. Ich schaff das nicht. Bin zu schlecht dafür. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Planänderung. Also, ab jetzt spielen wir das anders. Ich verstehe nicht, warum das am Anfang so gut klappte, aber jetzt nicht mehr. Nach dieser Sprungpassage am Ende kommt auch nicht mehr viel.
Oh ja, so, das war mein Plan. Einfach einen falschen Knopf drücken. So geht das. Kappa. Also Kappa wäre, wenn man einfach da drunter springt. Hier so lustig, so. Kappa. So geht das. Ja, das ist ja der Stream-Emoji schlechthin. Uch! Dankeschön. Ich versuch's mal so. Nee, so funktioniert's leider auch nicht. Doch, es würde funktionieren, wenn ich den Absprung ein bisschen besser hinkriegen würde. Da muss ich nämlich direkt auf dem Yoshi landen. Also, ihr seht ja, dass das so ein bisschen verschieden ist hier. Am Anfang kann ich das sehr gut machen. Ich habe nämlich den Yoshi schon hier von Anfang an. Und wenn man den Yoshi hat, dann hat man so eine Schrecksekunde, wo man seine Fähigkeit nicht benutzen kann. Fähigkeit in Anführungszeichen. Naja. Das ist jetzt hartes Trial and Error. Wobei ich aber auch schon sehr, sehr böse bin, dass ich das am Anfang nicht hingekriegt hatte. Also normalerweise sollte sowas doch möglich sein. Das ist aber hier nicht der Fall. Also, nochmal anders. Oh, nee. Also, es ist böse, es ist böse. Aber es funktioniert, wir haben ja gesehen, wie es funktioniert. Vielleicht sollte ich mich mal darauf konzentrieren, das anders zu machen. Nee, das war wiederum falsch. Bin ich der Einzige, bei dem das gerade passiert ist? Ich meine, das hat mir erstens Angst gemacht und zweitens hat mich das auch ein bisschen geil gemacht. Nein, natürlich nicht. Ist das bei euch schon mal passiert? Gruselig! Aber sowas von. Wie hoch ist denn die Chance, dass sowas passiert? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Oh Gott. Okay, jetzt aber. Dann müssen wir hier die Yoshis holen? Nee. Aber vielleicht geht das auch so. Nee. Ein Yoshi, der wegläuft, ist ein blöder Yoshi. Ja, auf diesen komischen Förderbändern das alles... Leute, ich bin gerade immer noch so ein bisschen verängstigt. Vielleicht... Das war ein bisschen zu ghoulisch, meiner Meinung nach. Passiert das manchmal? Ich will nicht, dass es nochmal passiert, weil dann reiße ich mir das Headset erstmal vom Leibe. Wie hoch ist die Chance, dass sowas passiert? Kennt das sich jemand aus? Das ist mein, meine Wii U ist besessen. Ben, bist du das? Wenn du das bist, dann sag Bescheid. Okay. Ja, so ist doch... Ah, nee! Vielleicht ein bisschen besser. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange an diesem verdammten Sprung hier verzweifle. Das so schwierig ist der gar nicht. Ah, toll. Hey, du, komm mal her. Bart, komm mal her. Ach ja, komm mal du her. Ach ja. Uch. Der ist natürlich so getimt, dass man da direkt weiter changen muss. Reset ist nicht... Moin! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab's. Ja, ich hab den Yoshi! Oh, den hab ich auch. Und jetzt könnte ich theoretisch die Yoshis saven oder eben nicht. Wenn ich jetzt den P-Switch drücke, dann sind die Yoshis tot. Das wollen wir natürlich nicht. Na, seht ihr mal. Da kommen irgendwelche Jungs raus. Die haben uns dann geholfen.
Was eine nette Veranstaltung. Nee, Yoshis müssen natürlich gesaved werden. Die bringen wir auch noch ins Ziel, ja? Hau ab. Du, genau. Okay. Oh, nee, der andere Yoshi musste leider dann... Ja, das ist natürliche Auslese. Ups. Na. Leute, ich find's immer noch gruselig, was da gerade passiert ist. Aber wir haben den Level geschafft. Deine Zeit, 5 Minuten 22. Yeah. Das ist ja schön. Was ist denn der Pac-Mario? Das möchte ich auch noch spielen. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist bestimmt lustig. Der Creator sieht doch schon so nett aus. Das scheint ein bisschen gehypt zu sein. Me scared. So, wir sehen jetzt Pac-Fuckman. Okay. Dann brauchen wir aber auch einen Stern, ne? Müssen wir jetzt alle Münzen sammeln? Oh Gott. Irgendwie ist es ja ulkig. Das ist wirklich ulkig. Ich glaube, ich brauche gerade auch sowas zum Ablenken. Und Pac-Man sieht so komisch aus hier. Ich muss ja irgendwie in die Mitte kommen. Damage Boost. Es sind einfach zu viele von denen. Ja. Sehr nett. Sieht lustig aus, haut aber sehr auf die Fresse. Naja. Gibt auch ganz andere Teiche im Hecht. Andersrum. Gehen wir nochmal auf die Sternrangliste. Heute spielen wir nochmal, bevor wir wieder irgendwann ans Bauen gehen. Ist das hier wieder so ein automatisches Level? Ja, scheinbar. Freuen wir uns da drauf. Von dem gesichtslosen Typen. Eins, bla bla bla. Ab dafür. Das sieht gruselig aus. Aber es funktioniert offenbar. Oh. Also eigentlich mag ich ja keine automatischen Level. Vor allen Dingen, weil die einem irgendwann auf den Zeiger gehen. Der hier ist aber doch recht interessant gemacht. Naja. Es ist eben viel Vorbereitung und viel Timing in sowas. Und jetzt kommen wir hier lang. Mit zwei Yoshis. Mit einem Yoshi nur noch. Ach was, Yoshi brauchen wir eh nicht. Stimmt das jetzt immer noch? Ich drücke immer noch nach rechts. Ich hoffe mal, dass ich dadurch nicht bestraft werde. Ach doch, das ist alles richtig. Hat alles seine Richtigkeit. Oh Gott. Was ein Funkengewitter. Heidewitzka. Ding Dong. Ja, das gefällt mir doch ganz gut hier, ne? Also ich finde, das kann man sich mal angucken. Mit diesem Disco-Effekt kann man übrigens auch einen sehr lustigen Poop-Effekt machen. Das kann ich euch ja demnächst nochmal zeigen. Ich glaube, das mache ich hier noch. Ich mache gleich den Mario Maker mal auf, also den Editor. Und dann demonstriere ich euch, wie schön man damit poopen kann. Okay, fertig. War doch eigentlich ganz cool, oder? Mario Number One, the little. Tschüss. Okay, haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt. Level beendet, ja. Weltrekord 6 Sekunden. Ich verstehe manchmal nicht, warum dieser Weltrekord so zustande kommt. Ich verstehe es manchmal nicht. 6 Sekunden für ein Level, wo man... keine Ahnung. Echt? Ich weiß es nicht. Da muss ja irgendjemand irgendwas wissen. So, nee, was ich zeigen wollte, ist folgendes. Dafür muss ich hier weiter nach oben. Und zwar schmeißen wir den Mario hier mal runter. Wir müssen ja sowieso in dem nächsten Bowser-Level bauen. Für Razivi Brothers. Und zwar kann man hier jetzt, lustig, diese... War das die? Nee. Ja, die war das.
Okay. So, dann machen wir das alles mal ein bisschen schneller hier. Delete, 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 delete. Okay, so, so. Und pass auf, das ist ein lustiges Geräusch hier. Das ist wie bei so einer YouTube-Kacke. Ja, das ist schön, ne? Nervt doch nur so ein bisschen. Sowieso sind die Soundeffekte hier, wenn die manchmal so sehr dämlich verteilt sind, ultra nervig. Aber die Maulwurf-Disco, falls ihr euch noch daran erinnert, die war doch schön, oder? Yeah. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal fangen wir wieder an zu bauen, machen Razivi Brothers 1.4 fertig. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.